when it's just you. Well, times can be tough. Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem Video. Ich zeige euch, wie ihr kostenlos und einfach Intros machen könnt. Und zwar gibt es hier die Seite, die heißt penzoid.com. Und da gibt es halt ganz viele Intros sozusagen, also ganz viele Vorlagen so von Leuten, die was hochgeladen haben, so Templates. Und ich habe euch schon mal eins ausgesucht, obwohl ich zeige euch mal von Anfang an. So, und zwar ist das hier die Startseite sozusagen. Und dann kann man hier einfach raufklicken sozusagen. Dann steht hier Open in Clipmaker. Dann drückst du da rauf. Und dann wird es geladen. Und dann seid ihr in dieser Ansicht hier. Dann drückt ihr halt aufs Auge. Dann könnt ihr euch das erstmal angucken. Ja. So, und dann geht man einfach wieder auf dieses Kästchen hier. Und dann kann man das hier wieder eingeben. Hier ist zum Beispiel Name. Jetzt mache ich da mal Black Wolf rein. So, Black Wolf. Das muss ich jetzt bei jedem Einzelnen machen. Ich werde euch natürlich die Seite direkt verlinken. Also erster Link in der Beschreibung. Ja. Und ich hoffe, ich hab euch damit dann geholfen. Weil viele haben dann irgendwie keine Ahnung, wie sie es machen sollen am besten mit Intros und so. Und wollen sie auch keine kaufen und solche Sachen. Und da gibt es halt diese Seite, die ist halt echt perfekt dafür. Es gibt wirklich tausende von Templates, Vorlagen und so weiter, die man benutzen kann. So, und ich zeige euch jetzt, ich habe das jetzt einmal geändert hier im Black Wolf. Ne? Es sieht dann halt so aus. Und um das jetzt, das Intro jetzt zu bekommen, müsst ihr hier auf diesen Download-File gehen. Und da steht hier Download Your Video und dann muss man es erstmal rendern. Und dann steht man hier da, Start Video Render. Da klickt man drauf. Und dann wird das auch schon gerendert sozusagen. Und jetzt zeige ich eben euch nochmal kurz MKV to MP4. Müsst ihr es mich danach nochmal konvertieren. Macht ihr am besten mit Conversio. Das werde ich euch auch nochmal verlinken. So, das dauert jetzt ein bisschen. Weil es hat nämlich mehrere gefragt, wie man das denn am besten machen kann. Wo habe ich denn meine Intros her? Und ja, ich habe meine Intros tatsächlich hier von Penzoid. Alles Vorlagen gewesen und habe sie halt alles angepasst für mich so. Und ja, das ist die einfachste Möglichkeit, ein Intro zu bekommen, ohne was dafür bezahlen zu müssen. Und ja, es sind alles wirklich sehr viele geile Intros dabei. Wirklich, es sind wirklich viele. Und es gibt auch Outros und Banner und so weiter. Ist schon ganz geil. So, jetzt ist das fertig und dann steht hier Download Your Video, dann machen wir das. Dann kommen wir auf diese Seite, müssen wir kurz warten. Dann steht hier Video MKV, Datei speichern. Dann speichern wir die, dann wird die jetzt hier runtergeladen. Dann ist sie jetzt hier und dann gehen wir in MKV zu MP4. So, dann haben wir jetzt hier sozusagen die Datei. Das ist das Video, das können wir auch schon mal abspielen. So, und da man dieses Video aber nirgendwo hochladen kann, so in MKV-Datei, müssen wir das einmal hier rüber rüberschieben und einmal konvertieren. Und dann wird es in MP4, das ist auch kostenlos, dann wird das jetzt hochgeladen. Das dauert ein bisschen. Ich werde es konvertiert gerade, es ist bei 65%. Und jetzt ist es fertig, jetzt kann man es hier downloaden. Es ist MP4-Format. Und das haben wir hier, das Video. Und jetzt kann man das auch benutzen. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen und wenn ja, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch mich auch kostenlos abonnieren und um nichts mehr zu verpassen. Ich lade 14 Videos die Woche hoch und streame nach Möglichkeit jeden Tag abends auf Twitch. Haut rein, Leute. Ciao.